Willkommen von der Mobile World Congress 2014, wo wir das Lenovo S850 Smartphone hier haben mit einem 5 Zoll Bildschirm HD-Auflösung, also wirklich sehr schön anzuschauen, hier in Rosa. Das habe ich mir ausgesucht, weil ich weiß nicht so schön finde, Rosa ist meine Lieblingsfarbe. Nein, Scherz beiseite, also es wird es in den beiden Farben für $229, glaube ich, in Europa geben. Und wir haben hier einen Quad-Core-Prozessor drin von MediaTek, 8,2 mm dünn ist das ganze Gerät, nur wirklich sehr schön. $270, also um die 250 Euro wird es wohl in Deutschland sein. Wir können hier die SIM-Karte einfügen seitlich und hier ist auch interessanterweise der Lautsprecher, habe ich auch noch nicht gesehen, so wirklich hier an der Seite. Aber hier kommen wir entsprechend dann an die SIM-Karte ran mit so einem kleinen Pin. Oben Micro-USB zum Aufladen und direkt daneben ist der Kopfhöreranschluss, den man hier kaum sieht, denn wir haben hier so einen Security-Tag dran. Auf der anderen Seite haben wir den anderen Ausschalter und der Lautsprecherregler ist auch gleich da drüber. Unten haben wir nur ein kleines Mikrofon, damit wir auch telefonieren können. Ist ja eigentlich nicht mehr so eine richtige Funktion bei Smartphones, aber trotzdem noch hier benötigt. Und wir haben hier vorne eine 5-Megapixel-Kamera für schöne Selfies, hinten aber eine 13er mit Blitz. Und das Design ist wirklich wunderschön, gerade das Lenovo hier mit dem Schatteneffekt, ganz cool gemacht eigentlich. Aber ihr merkt auch ein bisschen Fingerabdruck liebt das Gerät, wobei man das nur bei extremer Sonneneinstrahlung hier sehen wird. So, schalten wir das Ganze mal wieder an. Und dann könnt ihr sehen, wir können auch gleich hier die Kamera starten oder einfach anlocken und dann hier in die Lenovo-Oberfläche mit Android 4.2 gehen, Jelly Bean, wo wir alle Apps haben. Wir können es auch in Ordner unterbringen, aber wir haben keinen Unterordner, also keinen Unterbereich, wo wir alle Apps sehen. Ich gehe mal hier auf irgendeinen Bereich. Hier sehen wir viele asiatische Apps, vor allem gerade drauf, denn in Asien wird das, denke ich mal, sich etwas besser verkaufen. Ihr merkt, es ruckelt etwas, nicht allzu stark. Achso, hier unten ist der Browser, den habe ich gesucht. Und ihr könnt sehen, wir haben hier eine Lenovo-Tastatur mit drin, also keine, normale Google-Tastatur. Aber auch hier können wir ganz schnell tippen oder auch die Buchstaben verbinden, falls wir irgendwelche anderen Wörter schreiben wollen. Die Tastatur sollte sich mitdrehen, außer das Rotation ist aus. Das können wir natürlich hier umstellen, indem wir hier oben mal in der Leiste schauen. Oder auch nicht. Hier müssen wir wahrscheinlich dazu in die Einstellungen gehen. Und hier müssen wir das dann irgendwo ausstellen. Hier können wir nochmal ins About Phone gehen und uns anschauen, dass wir Android 4.4.2 sogar drauf haben. KitKat hätte ich jetzt nicht erwartet. KKKK für KitKat. Hallo. Entschuldigung für die Missinformation am Anfang. Schauen wir uns jetzt noch kurz die Kamera an, die hier tatsächlich mit 13 Megapixel etwas langsam zu sein scheint und unscharf. Ich gehe mal hier mit dem Finger kurz drüber, vielleicht wird es dann sauberer. Nicht wirklich. Flackert ein bisschen. Jetzt schaut es schön scharf aus. Allerdings, ja doch, jetzt schaut es gut aus. Dankeschön, Julian. Und ihr könnt es sehen. Man wird hier bestimmt gute Bilder machen können, aber man braucht also eine stille Hand und das Konzept ist nicht ganz so schnell doch wie beim iPhone, aber es kostet natürlich auch ein Drittel oder die Hälfte von dem Preis. Schauen wir uns doch die frontale Kamera an, wo wir gleich den Julian sehen werden, wie er hier schöne Kamera hält und viel Licht und wow, das ruckelt extrem. So wird das, denke ich mal, nicht auf den Markt kommen, denn das wäre inakzeptabel, auch wenn die 5 Megapixel Frontkamera schön schnell ist. Das ist, denke ich mal, nicht ein finales Produkt, oder? Das würde dann echt schnell wieder zurück in den Laden gehen, wenn das Lenovo so verkauft. Ja, sehr viel mehr wollen wir euch gar nicht zeigen hier von dem S850 Smartphone in pinker und weißer Farbe. $270, bald im Handel, wenn ihr es so geschaut habt. Bis zum nächsten Mal.